BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Das am Montagabend ab 18 Uhr einsetzende Unwetter hat in Reutlingen für eine Vielzahl von Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Wir haben uns heute noch einmal auf Spurensuche begeben und eine Unwetterbilanz gezogen. Gewitter und starke Regenfälle, in Deutschland nicht mehr selten, sondern nahezu an der Tagesordnung, seit die sommerlichen Temperaturen Einzug gehalten haben. Frank Natterer, Pressesprecher der Polizei Reutlingen, gibt uns einen Überblick zu den Unwettereinsätzen am Montagabend. Gestern ab 18 Uhr setzten bei uns, so wie in weiten Teilen des Präsidiums, auch hier in Reutlingen, die Unwetter ein. Es führte dazu, dass etliche Straßen überschwemmt wurden, die meisten nur in geringem Umfang, aber auch so, dass man teilweise sperren musste. Unter anderem musste der Scheibengipfeltunnel hier in Reutlingen gesperrt werden, weil es einen leichten Hangrutsch gab, der die Technik des Tunnels außer Gefecht setzte. In Reutlingen-Betzingen trat die Echatz über die Ufer und das führte dazu, dass auch dort die Straßen überschwemmt waren. Parallel dazu natürlich auch etliche Keller. Nicht das erste Mal ist der Hang am Scheibengipfeltunnel ins Rutschen geraten. Die Sperrung konnte kurz nach Mitternacht aber wieder aufgehoben werden. In Reutlingen-Betzingen hingegen sind die Folgen des Echatz-Übertritts noch deutlich zu sehen. Betroffen sind hier immer wieder das örtliche Rathaus sowie ein chinesisches Restaurant gegenüber der Polizeistelle. Auch die Mühl- und Steinachstraße sind regelmäßig überflutet. Gestern Abend standen hier die Menschen knietief im Wasser. Laut dem Pressesprecher der Polizei Reutlingen müssen sich die Einwohner aber keine Sorgen machen. Noch gibt es genügend Einsatzkräfte, um die immer häufiger werdenden Einsätze zu bewältigen. Also wir können die Lage, denke ich, zumindest mal das, was die Vergangenheit gezeigt hat, regelmäßig sehr gut bewältigen. Natürlich kann man oder muss man im Einzelfall manche Einsätze, manche Anrufe vernachlässigen zugunsten von Fällen, wo es dann kritischer zu sein scheint. Aber das hat sich bislang als unproblematisch stets erwiesen. Um schlimme Unfälle und gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu vermeiden, gibt Frank Natterer außerdem folgenden Rat. Da sollte man natürlich bei Starkregen es meiden, durch Unterführungen zu fahren. Die können recht schnell volllaufen und dann wird es für Autofahrer oder auch für Passanten brandgefährlich. Ja, ich meine, wenn die Sicht natürlich komplett eingeschränkt ist, wenn der Scheibenwischer nicht mehr hinterherkommt, eine akzeptable, klare Sicht zu schaffen, dann muss man anhalten, ganz klar. Hatten wir auch in der vergangenen Nacht den ein oder anderen Unfall, allerdings nicht nur wegen schlechter Sicht, sondern auch wegen Aquaplaning. Also sobald das Wasser steht, man selber merkt, dass das Auto aufschwimmt, stehen bleiben. Auch der Reutlinger Bahnhof wurde wegen Überflutung kurzzeitig geschlossen. Außerdem liefen hier mehrere Gullis über. Auch heute Abend besteht noch einmal Gewittergefahr. Ab Mittwoch haben wir dann aber, laut Wetterprognosen, erst einmal wieder Ruhe. Die Tübinger Mahnwache für Raif Badawi gewinnt den Tübinger Menschenrechtspreis 2018. Seit 3,5 Jahren stehen die Mitglieder der Mahnwache jeden Samstag am Holzmarkt und informieren über den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi, der wegen seiner Schriften zu 1000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Er hatte sich in Blogbeiträgen für ein liberales Saudi-Arabien ausgesprochen, das die Menschenrechte achtet. Auch die Jugendguides der Geschichtswerkstatt Tübingen und die Wohnungslosenhilfe Tübingen waren für den Tübinger Menschenrechtspreis 2018 nominiert. Das IHK-Gipfeltreffen Neckaralb ist seit 2008 die Chance für Gründerinnen, Gründer und junge Unternehmen, sich zu präsentieren und Investoren für ihre innovativen Geschäftskonzepte zu gewinnen. Die besten 6 Konzepte in der Kategorie Gründung und die besten 4 in der Kategorie Wachstum stellten sich am Montagabend in der Altenfärberei Reutlingen vor. Auch IHK-Präsident Christian O. Erbe war persönlich vor Ort. Neben gemeinsamen Gesprächen und Glücksbringern für die Gründung und Wachstum sowie allerlei kulinarischen Köstlichkeiten gab es auch Ehrenurkunden für die jungen Startups. Soweit die BW1-Nachrichten mit dem Wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.